So, herzlich willkommen zurück zu unserer, zu unserer Verzweiflungsart-Tour. Das Problem sind am Anfang diese Kacklos-Zolls. Ich weiß nicht, wie wir die am dümmsten loswerden können. Warum können wir nicht einfach Project Brutality spielen und ich stelle einfach irgendwie eine Sentry Gun hin und fertig ist die Sache? Aber nein, sowas gibt es hier leider nicht. Verbündete haben wir leider auch keine. Wir stehen hier also im wahrsten Sinne des Wortes im Regen. Was? Ach, ich wollte speichern. Mann. Muss ich hier schon wieder so oft laden, dass ich mich mittlerweile ans Laden gewöhnt habe. Alter. Oh, ey, kannst du bitte. Danke. So. Was machst du hier eigentlich? Die Sache ist, ich kann den halt leider auch nicht schließen, ne? Ja. So gar nicht. Ah, nicht reingehen. Was tun? Vielleicht wird es doch am einfachsten, großflächig C4 zu verteilen. Beziehungsweise ich packe ein bisschen C4 einfach direkt da hier. Was? Danke. Es hat einfach gar nichts gebracht, Alter. Es hat einfach gar nichts gebracht, muss ich verarschen. Es ist so traurig. Ja, die teleportieren sich alle erst nach und nach rein. Das funktioniert doch gar nicht, ey. Ja. Dann müssen wir doch mal versuchen, hier einfach möglichst lange hier drinnen auszuharren. Nie im Leben funktionieren, ey. Was mir gerade einfällt, guck mal, die tummeln sich ja alle so schön. Das heißt, ich könnte vielleicht hier C4 platzieren. Die Sache ist, wenn ich hier C4 platziere, würde das dann auch mich, wenn ich hinter dem Fenster stehe, treffen? Nein. Sehr schön. Das heißt, das Fenster gilt wirklich quasi als solide Mauer. Das ist natürlich sehr geil. Dann machen wir das Ganze mal. Dann verteilen wir hier mit einem großflächig C4. Sollte schon fast. Machen wir da noch eins hin. So ungefähr. Gucken, ob ich damit mit dem da zum Beispiel im Radius lande, aber sieht nicht so aus. Ja. Sehr schön. Gut, C4 war die Punkt-Taste. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Okay, na dann. Das wird ein Spaß, Alter. Ich bin auch bescheuert. Ich kann doch auch eigentlich meine, ne, eine Waffe nehmen, die etwas mehr Durchschlagskraft hat. Mein Revolver. Damit dürfte ich die denn relativ schnell hier, also die reinkommen, relativ schnell erledigt bekommen. Damit sich hier drin jetzt gar nicht so viele ansammeln. Genau so meine ich das.
glaube, das war gut. Nein, nicht andere. Hatte ich gerade echt nur noch eine Kugel im Lauf oder was? Ich fick mein Leben. Ja, eine Kugel im Lauf. Danke dafür. Das ist natürlich wieder nice. Perfekt. Ach, leck mich doch. Hätte auch gerade nur funktioniert, ne? Das klappt schon wieder gar nicht. Ich möchte sterben. Fällt aber gerade nichts Besseres ein, ne? Also müssen wir jetzt so durchhalten. Okay, ich glaube, das war so gut. Rest kriegen wir mit der Schrotflinte weg. Was? Was ist das denn gerade bitte für eine Aktion? Ach, ich habe die Frag-Munition schon wieder aktiviert. Ich krieg eine Krise. Danke. Da. Haben die Spaß dabei? Okay, wie viele kommen denn hier bitte noch? Hallo? Alter, das gibt's doch ja nicht. Das war immer heftig. Oh Gott, da sind immer noch welche, das ist mich verarschen. Fuck. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Wir haben zwar dafür ein bisschen C4 verbraucht, aber ganz ehrlich, das war mir wert. Sehr nice. Also wir haben es. Naja, nice ist anders, aber es geht. So. Okay. Ne, Munition brauchen wir da keine. Munition haben wir bereits. Damit haben wir jetzt auch die blaue Karte. Dann können wir jetzt tatsächlich Richtung Ziel gerade gehen. Wo waren eigentlich. Ach hier. Okay. Gut, allerdings brauchen wir den nicht wirklich. Wir haben bereits 180.
Was wir brauchen primär ist La Munition. Apropos La Munition, wir haben ja hier noch unsere, ne, dieses Stickbait hier. Oh Gott, wo kommst du denn jetzt her? Gibt's hier noch mehr von dir? Von deiner Sorte? Von deinem Kaliber? Ha? So. Wie war das? Da musste ich erst die Tür aufmachen und dann ganz schnell hin und her rennen oder irgendwie sowas war das. Beziehungsweise ich mach das mal. Ne, macht aber so überhaupt keinen Sinn. Nein! Ah, geschafft. Oh mein Gott. Ich meine, gut, die werden wir zwar natürlich nicht benutzen, weil, wie gesagt, Munitionsverschwendung. Aber das ist ja diese gute, ja, Autoshotgun, die einfach mal 12 Schuss, nee, 16 Schuss sogar hat. Wenn wir die das nur benutzen könnten. Leider ist es, wie gesagt, eine totale Verschwendung, was Munition angeht, von daher. Aber gut, jetzt sind wir gefangen. So, was haben wir hier? Oh, auch noch eine Autoshotgun. Was bist du denn für eine Waffe? Bist du die Waffe, die wir bereits haben? Nee, du bist auch eine Shotgun. Was ist denn das für eine? Okay, die kommt mir jetzt eher nicht bekannt vor. Aber wie gesagt, Shotgun haben wir schon alles, was wir... Was ich kenne und dementsprechend dem ich vertraue, aber von daher. So. La Munitionstechnik sieht relativ gut aus derzeit. Ah doch. Gut, dann können wir jetzt tatsächlich mal ins Ziel gehen. Da warten uns ja auch noch so ein paar Gegner. Oh! Ich dachte hier war ein Kakodemon drin. Keine Kakodemon hier, sag schon. Cyber... Nein, Cyberdemon, klar. Mann, diese großen mit den beiden Kanonen. Mancubus. Aber... Ach nee, oder war nicht... Waren jetzt mehrere Typen drin? Das war natürlich richtig scheiße. I hate you too. Ja, dann sind wir da. Was? Was ist das hier eigentlich, was wir aufsammeln? Keine Ahnung. So, jetzt können wir die blaue Perle nehmen. Jetzt brauchen wir sie auch. Wo war sie jetzt überhaupt? Achso, ja genau, hinten in dem Hauptraum. Haben wir noch mal ein bisschen Rüstung? Nee, ne? Rüstung hätten wir keine mehr gehabt. Auch doch, da oben. Sehr nice. Sehr cool das Ganze. Ach, vielleicht auch wissen, wie ich hier reinkomme. Aber ich weiß es nicht. Ist das irgendwas, was hier drin ist? Was ich aktivieren kann oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Schade. Okay. Das ist ja der Schacht, ne? Durch den einen die ganzen Monster mal her. Gibt es hier irgendwie einen Hinweis auf irgendwas? Ich meine, hier sind zwei Bildschirme, aber mit denen kann man nicht interagieren. Laserbeam. Laserbeam bräuchten Strom. Ich sehe hier nichts, womit man irgendwie Strom deaktivieren könnte oder sowas. Na gut, da oben der Kontrollraum. Vielleicht ist da irgendwas noch mit.
Nope. Ach Gott. Wenn ich doch nur wüsste, was das ist. Wisst ihr was? Scheiß auf alles. Bevor ich immer wieder dran denke und das dann doch nie mache, so. Wüsste ich mich jetzt halt echt gerne, was das da ist. Was sich da wo versteckt. Und das jetzt eh ein Zweiteiler ist, ne? Können wir auch ein bisschen rumdödeln. Wann habe ich den zweiten Teil gestartet? Um 10 nach. Oh. Na komm schon. Dankeschön. So, Maps. Maps. Ach so, da. So, das war Map 9. I hope. Ja, genau. Ach komm. Also. So, macht das voll Sinn? Ja, irgendwas. Halt. So, gucken wir mal ganz kurz. Nein, ich. Nein, was ich möchte ist eigentlich. Kann man nicht einfach verschieben? Hä? Wie konnte ich denn. Ach so. Mittlere Maustaste. Genau, der Raum da. Hier ist gar nichts. Ah, genau, das hier ist ja dieser eine Computer, der da hinten diese beiden Dinger da öffnet, genau. Aber sonst sehe ich halt nichts, was hier irgendwie interagiert. Genau, der öffnet die weiter. Hier ist eine Querlinie, was macht die denn? Ha. Huh. Achso, nein. Ich wollte dich. Und das. Der Sektor an sich ist ein ganz normaler Sektor. Was macht diese Linie? Weil eben, die wird aktiviert, wenn man da drüber läuft. Und dabei wird dann diese Tötungssequenz ausgeführt. Kann natürlich sein, dass es ein Skript ist, was denn da läuft. Das gibt es doch gar nicht. Sag mal. Muss doch irgendeine Linie gehen. Was ist das denn da? Okay. Interessant. Achso, wahrscheinlich sind. Nee.
Interessant. Whatever. Genau, hier sind die Dinger, die Falle auslösen. Genau. Hier ist das Rohr, was ich meinte. Hier durchhören uns die Gegner. Und sobald dann quasi diese Tür hier geöffnet, also ne, sobald uns quasi die Gegner hören, laufen die ganze Zeit hier gegen die Tür. Und sobald wir diese Linie überschreiten, gehen diese Türen auf, womit die Gegner diese Teleporterlinie überschreiten. Und damit teleportieren die sich halt ja, rein. Und zwar sogar an drei Orten, Alter, leck mich doch am Arsch. Heilige Scheiße. Was ist das denn hier? Achso, ist hier Hypemap. Ist ja hier, 3D-Sektor. Aber ich wüsste echt gerne, wie man dieses Ding da deaktiviert. Das muss doch irgendwie gehen. Das muss ja doch irgendwie gehen. Das ist der PC dafür, das ist der PC macht offensichtlich gar nichts. Ich verstehe das nicht. Die machen hier alle nichts. Hier der macht wieder diese Secret da. Wissen wir ja schon. Der macht die Dinger da. Hier muss es noch irgendwas geben. Irgendwo ist eine blaue Linie, die ich nicht ganz finde. Kommt mir gerade vor, wie bei so einem Puzzlespiel, Alter. Ah, ist auch bloß die Tür. Das gibt's doch gar nicht. Auch bloß die Tür. Das wird sehr verrückt. Ich meine, kann natürlich wirklich sein, dass es dazu gedacht ist, dass man da gar nicht reinkommt, weil ne, hier ist halt nichts. Hier ist halt nichts, was irgendwie darauf schließen lässt, dass man das Ding irgendwie deaktivieren kann. Aber eigentlich sind es Sachen, die man nicht bekommen kann, für solche Maps untypisch. Was einfach den Grund hat, wo man dann nämlich keine 100% Run mehr machen kann. Und von daher gehe ich nicht wirklich davon aus, dass das nicht erreichbar ist. Aber irgendwie mittlerweile fällt mir auch nichts mehr ein, wodurch es erreichbar sein sollte. Hier haben wir schon wieder einen 3D-Sektor. Ja, ja. Was ist das denn hier alles, Alter? Achso, die ganzen Lichter, klar. Ja, da war ja was. Lichter sind ja auch Objekte. Genau, das öffnet die Tür. Ja, ich habe keine Ahnung. Nö. Da bleibt nichts anderes übrig, als offiziell aufzugeben. Das bringt nichts. Wenn irgendjemand mal eine Idee hat, kann er sie mal gerne in die Kommentare schreiben. Wenn irgendjemand weiß, wie man das Ding öffnet. Oder wenn er genau weiß, dass man es gar nicht öffnen kann. Dann natürlich gerne auch. Ich gehe aber irgendwie davon aus, dass man es öffnen kann. Aber wie gesagt, sonst wäre ja auch kein 100% Speedrun möglich. Es gibt Maps, die arbeiten halt so, dass sie sagen, okay, scheiß was auf 100% Speedruns, wir wollen einfach Sachen hinzufügen, ne, die das dann ausschließen. Aber ist halt eher unüblich, ne? Vor allem, ich stehe halt auch so bereitwillig da. Fuck die Henne!
Wenn ich doch nur wüsste, wie man reinkommt, Mann. Momentchen mal, da oben ist kürzer. Ach, leck mich doch am Arsch. Ernsthaft, so einfach. Okay, gut. Dann wissen wir jetzt, was wir dazu zu tun haben. Da brauche ich mal eine Waffe mit ordentlich Durchschlagskraft. Wie sieht's aus mit dir? Ne? Die Frage ist, wo muss ich treffen? Okay. Auch nicht. Ja, sag mal. Nein. Nutze ich mal doch über die Schrotflinte. Da habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, die zu treffen. Ist ja hier. Oder auch nicht. Wie muss ich die denn bitte schön? Okay, von der Seite. Oder auch nicht. Aber. Gut, dann machen wir es ganz anders. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Achso. Was? Kann sein, dass sie einfach extrem viel aushalten, dass ich sie zwar doch treffe, aber die einfach mehrere Treffer brauchen, damit die überhaupt Bums machen. Habe ich denn irgendwas richtig Starkes? Irgendwas, was richtig schön Splash-Schaden macht? Stimmt, ich denke. Das wollte ich gerade nicht. Wie war das? Was hatte ich? Wie war. Customized Controls. Granat. H. Geht das? Wäre auch so einfach gewesen. Keine Chance, was funktioniert, was funktioniert nicht. Egal, das funktioniert so nicht. Kannst du vergessen. Ja. Ich muss einfach sehr oft gegenschießen. Das heißt, das ist kein. Ne, ich muss da wirklich mächtig Damage machen. Gut, dann wissen wir zumindest schon mal, was das Ding von uns möchte. Dann machen wir mal eine Menge Damage. Schon klappt es.
Gut, dann würde ich mal sagen, wird die nächste Folge eine Special-Folge. Und zwar versuchen wir, das Ding hier aufzubrechen. Wer also auf sowas gebockt hat, ne, der kann ich einfach überspringen. Weil ich will das Ding endlich mal geknackt haben. Ist abartig. Ach, Gott. Na gut, dann dementsprechend bis zur nächsten Folge.